Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Open Post, da habe ich was ganz Tolles für gefunden. Und zwar eine kleine, aber feine Note mit Vorteilen, mit ein paar Nachteilen. Aber trotzdem, diese Note kann man ziemlich gut verwenden. Und da springen wir direkt auch mal rein. Wir kennen alle Open Post. Es ist im Prinzip dieses Strichmännchen hier. Kann ich hier nicht noch das Overlay, aber hier, ne? Wir kennen es. Das sind die Open Post Dinger und normalerweise macht man ein Load Image und bindet die damit ein. Einfach hier reinziehen, so, und wir können da mal einen Workflow bauen. Und die Node, die ich euch gleich zeige, die vereinfacht das alles, beziehungsweise die gibt uns ziemlich viel Spielraum, wie wir das machen können. Wir bauen eben ein ControlNet ein. Dafür brauchen wir das ControlNet OpenPose, einen ControlNet Loader, nicht die SDXL-Variante, sondern, wo bist du? Hier die 1.5er-Variante. Ich habe für die ControlNets auch schon zwei eigene Videos gemacht, einmal für SDXL und einmal für Stable Diffusion 1.5. Schaut da auch sehr gerne rein. Da wird genauer erklärt, wie man das Ganze verbindet hier und benutzt. So, das bauen wir da rein. Unser Positive müssen wir hier reinhängen und dann einmal rüber an den Sampler geben. Den stellen wir uns auch eben ein und sagen hier einmal Preview. Beziehungsweise ich möchte ein Save haben. Auch Thumbnails, ne? Das Übliche. Okay, dann zeige ich euch das mal. Wir sagen mal Humanoid Cyborg Robot und einfach zur Sicherheit. Nackte Roboter sollten jetzt nicht das Problem sein, aber man weiß ja nie, wie die Models reagieren. So, das ist jetzt die Standardvariante, die wir kennen. Per Load Image eine Open Pose, ein Open Pose Bild in unser ControlNet reinjagen und dann rendern lassen. Wir können das Ganze mal starten. Wie gesagt, schaut euch die ControlNet Videos sehr gerne an. Da sind auch noch andere ControlNets erklärt und wo man die findet hier. Vor allem auch, das ist gar nicht so schwer. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Jetzt haben wir hier nämlich, wie man hier sieht, wir haben jetzt in dieser Pose einen Charakter erstellt. Das ist das gewünschte Verhalten. So, und jetzt kommen wir zu der Note, die ich gefunden habe. Wir haben einfach mal angeschaut. Und zwar ist das der Open Post Editor. Und um den zu installieren, geht auf Install Custom Notes in eurem Comfy UI Manager. Sucht nach Open Post und dann findet ihr den auch direkt. Das ist hier dieser Open Post Editor von Space Nuco. Wir schauen uns das Ganze mal an. Es ist eine sehr übersichtliche Seite. Ihr könnt natürlich auch, wie gehabt hier, ich weiß gar nicht, können wir das, wahrscheinlich können wir es auch einfach über Git Clone runterziehen oder den Code selber laden. Auch dazu gibt es ein Video zur Installation. Das ist das Comfy UI Manager Video hier auf dem Channel. Schaut doch da gerne rein. Bequemste Art und Weise ist immer hier der Comfy UI Manager. Empfehle ich immer wieder. Habt ihr keine Probleme mehr mit dem Installieren, Deinstallieren oder einfach nur mal disablen, falls ihr ein bisschen Bugfixes machen wollt, um zu gucken, ob vielleicht irgendeine Node Collection da querschießt und Probleme verursacht. So, hier hinten steht allerdings Node requires bla bla bla. Super schlecht zu lesen. To work correctly. Und wenn man mal hier draufklickt, dann kommen wir auf die GitHub-Seite vom Comfy UI selber. Ich musste hier nichts machen. Es funktioniert out of the box. Hier oben steht auch merged. Ich glaube, es wurde einfach mit übernommen. Dieser Fix Lightcraft CSS können wir wahrscheinlich ignorieren. Wie gesagt, es funktioniert auch so. Wenn ihr die Node dann installiert habt, euer Comfy UI neu startet, dann versteckt sich diese Node im Image-Bereich der normalen Comfy UI Ordner hier. Und zwar hier unten, der Open Post Editor. Und so sieht das Ganze aus. Wir schmeißen unser Load-Image an der Stelle einmal weg und verbinden den. Wir haben hier einen Image-Output. Können den hier oben reinhängen. Und wenn wir jetzt sagen Open Editor,
dann sehen wir, dass wir hier eine Open Pose haben. So, hier unten können wir noch die Bildgrößen eingeben, die wir auch hier vorne haben. 512x512 haben wir jetzt. Hier unten können wir eingeben, wie groß unsere Fläche hier sein soll. Wir können dieses Männchen anklicken, dadurch können wir es positionieren. Und wenn wir diese Node schließen, tut sich hier nichts. Und da sind wir schon bei einem Negativpunkt dieser Node. Wir müssen einmal F5 drücken und dann sehen wir hier unten unsere Änderung. In der Regel, denke ich mal, werden wir sowieso, wenn wir damit arbeiten, ein bisschen mehr, wahrscheinlich erstmal ein bisschen an der Pose feilen, bevor man dann anfängt zu generieren. Es ist aber trotzdem, ich hätte mir gewünscht, dass ein Refresh direkt danach kommt. Tut es aber nicht. Naja, so, auf jeden Fall, wenn wir das Ganze jetzt nochmal wieder losrattern lassen. Ich habe den Seed jetzt mal auf Fix gestellt. Wir suchen mal einen, der nur einen Charakter hat. Der hier zum Beispiel. So, ich schiebe die Note mal hier rüber. Das ist jetzt nicht so ganz optimal hier, aber damit wir es hier so ein bisschen besser sehen können. Wir haben jetzt unsere Open Pose links im Bild arrangiert und da wurde auch der Charakter gerendert. Das war aber bei weitem noch nicht alles, was diese Node kann. Wir können jetzt nämlich hingehen und das ist leider der zweite Negativpunkt. Ich muss das jetzt mal ein bisschen so machen hier, weil wenn wir jetzt Open Pose Editor öffnen, wir können dieses Fenster hier leider nicht verschieben. Und ich finde das immer ein bisschen schade. Dann, also ich würde mir gerne hier unten links hinschieben, damit ich hier ein bisschen mehr Canvas habe. Wir können zumindest den Canvas im Hintergrund hier noch bewegen und zurechtschieben. Ich lasse es mal so, weil wir können nämlich jetzt hier anfangen. Und Zoom wäre auch schön gewesen, gibt es leider nicht. Wir können aber hier rumscrollen auf unserer Canvas, die wir hier unten mit der Größe angegeben haben. Und dann können wir zum Beispiel sagen, wir möchten hier mal einen Arm erheben. So. Und dann können wir direkt sagen Q-Prompt. Und das Ganze wird übernommen. Wir sind noch im selben Seed. Ich muss mal gucken, dass wir den ein bisschen mehr mittig hinkriegen. Wir können den auch etwas mehr ranzoomen. So. Ja. Jetzt hat er unseren Arm gehoben. Wir können auch den Arm wieder runternehmen. Und jetzt dafür sagen, wir wollen nur diesen Arm machen. Mal gucken, was er macht, wenn wir das so klein machen. Ich hoffe ein bisschen auf Perspektive. Nee, das hat er nicht gemacht. Schade. Weil Perspektive kann man damit auch machen. Das werde ich gleich nochmal versuchen zu forcieren. Ich glaube, wir müssen ihn ein bisschen kleiner machen. Er passt nicht ganz drauf auf unser Bild. So. Nichtsdestotrotz können wir jetzt zum Beispiel auch sagen, er soll vielleicht mal die Arme in die Hüften stemmen. Oh, hat super funktioniert. Vielleicht ein Bein. Das ist übrigens auch ein bisschen doof in dieser Note. Wenn man nicht genau diesen Punkt hier erwischt, sondern so ein Mini-Mü daneben klickt, dann verzieht es hier die ganze Figur. Ist jetzt nicht so dramatisch. Es sind so ein paar Dinge, die halt lästig sind, aber auf der anderen Seite auch allein das hier so editieren zu können, ist schon extrem cool. Ich hatte gehofft, das Model rendert hier drunter irgendwie ein Chair, aber oder ein Stuhl, aber das sieht auch ganz interessant aus. Mal gucken, ob wir hier so ein bisschen Perspektive reinkriegen. Ah ne, jetzt sitzt er. Okay. Übrigens bei allem, ne, was wir hier mit Open Pose machen, könnte man hier im Positive Prompt auch noch unterstützen. Wenn man jetzt sagen möchte, jemand sitzt auf einem Stuhl oder sowas, würde ich das noch im Prompt ergänzen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil wir uns jetzt hier diese Note angucken. Aber dadurch würde das Model auch besser wissen, wie es mit dieser Position umzugehen hat. So, ne, wenn wir jetzt sagen würden, er sitzt auf einem Stuhl, würden wir wahrscheinlich jetzt auch noch einen Stuhl dazu kriegen. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das eigentlich sehr gut. Sitzend und winkend. Ja, also es wird eigentlich sehr schnell umgesetzt, so wie man sich diese Pose auch vorstellt. Und diese Punkte an sich hier,
Ich finde, der untere Bereich ist klar. Was mir nicht so ganz klar war, war hier der obere Bereich. Und da habe ich mal diese Seite rausgesucht. Die ist von ResearchGate. Man wird bombardiert mit Werbungen. Naja, auf jeden Fall, hier haben wir eine Übersicht dieser Open Posts. Kann ich euch auch gerne verlinken nach unten. Aber wie gesagt, der untere Bereich ist eigentlich relativ klar. Den kriegt man ziemlich schnell auf den menschlichen Körper zusammengemappt. Hier oben, interessanterweise, 0 ist die Nase. Also das hier ist die Nase, dieser blaue Punkt. Die beiden größeren Punkte, 14 und 15, oder die oberen Punkte, sind hier gleich groß, aber weiter oben gelegen. 14 und 15 sind die Augen. Und was an der Seite raussticht, das hier, das sind die Ohren. Und das können wir auch nutzen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir schieben das so ein bisschen zusammen. Damit kann man forcieren, dass der Kopf ein bisschen zur Seite geneigt sein soll. Das funktioniert nicht immer. Moment, wir haben gesagt, das sind die Ohren. Ne? Da müssten die Ohren so ein bisschen übereinander sein und die Augen dafür so. Ach, jetzt hat er den Kopf nach hinten geneigt. Können wir mal einen anderen Seed ausprobieren. Es hat mit anderen Motiven auch schon funktioniert. Okay, er neigt den Kopf jetzt ein bisschen. Moment, wo war ich jetzt? Das sind die Ohren, das sind die Augen. Probieren wir das da einfach mal. Wenn wir ihn den Kopf so ein bisschen neigen. Ja, macht er jetzt nicht so unbedingt. Kann das die Arme mal auf die Knie setzen. Den Arm hat er ein bisschen verschoben. Aber ich denke, es kommt ziemlich gut raus, dass man hier echt bequem sich die Posen schon mal so zusammenbasteln kann, die man haben möchte. Und ja, dann, wenn man hiermit zufrieden ist, rausgeht. Ich gucke nochmal eben, ob ich nochmal perspektivisch was hinkriege. Wenn wir jetzt die Beine einmal so richtig lang rausziehen, die Arme was kleiner machen. Und das so zum Beispiel. Ja, setzt da jetzt nicht so schön um. Aber man sieht ja schon ganz gut, dass ein bisschen Perspektive ins Spiel kommt. Ne? Also je nachdem, wie er hier auch die ganzen Gliedmaßen so ein bisschen verzieht, dementsprechend passt sich die Perspektive hier auch an. Wenn ihr das nicht mehr möchtet, könnt ihr hier unten sagen, ihr klickt den an, sagt Remove, oder ihr macht Add und könnt dann neuen hinzufügen. Ihr könnt auch mehrere hinzufügen, die in der Größe hier so ein bisschen variieren, mal durchlaufen lassen. Dann kommt sowas bei heraus. Natürlich müsst ihr das ein bisschen unterstützen mit dem Prompting etc. Finde ich nichtsdestotrotz sehr, sehr cool. Hier haben wir wieder das Problem, dass unser Bild nicht aktualisiert wird. Einmal F5, Browser refreshen, und wir haben die Pose und können jetzt theoretisch damit anfangen, hier mal drei Bilder generieren zu lassen, die alle in etwa ähnlich sind. Natürlich ein bisschen anders, ja, aber es funktioniert permanent immer weiter. Eine weitere coole Sache, die diese Node hat, das habt ihr vielleicht schon bemerkt jetzt inzwischen, aber pass auf, wir können hier unten auch sagen Save. Ah, hier sind meine Presets. Ich habe das, glaube ich, in Open Pose, genau. Man kann diese Dinge als JSON-Files speichern. Und das habe ich schon mal mit einem Test gemacht. Da kann man hier unten sagen Load. Und dann Testpose habe ich einfach gemacht. Die sah so aus. Können wir uns nochmal angucken. Die haben wir jetzt reingeladen. Wir drücken Start. Und das ganze Ding rattert los. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich wollte extra hier irgendwie so einen Ausreißer haben an der Stelle, damit ich auch wirklich sehe, dass sowas Bescheuertes von mir kommt hier. Es funktioniert aber. Also ihr könnt euch diese Posen, wenn die funktionieren, sehr gut als JSON-Files wegspeichern. So, das war auch wieder ein bisschen besser. Wahrscheinlich kommt das Model hier ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt hier
so unproportional unterwegs sind. Bei Menschen hat er teilweise hier, auch wenn ich nichts im Prompt angegeben habe, Stühle hinzugesetzt. Wahrscheinlich kommt er hier gerade nicht so mit klar. Aber naja, ich find's super praktisch, um einfach Posen zu erstellen. Live hier, ohne irgendwie großartig extra Tools benutzen zu müssen oder Webseiten, mit denen man das machen kann. Oder auf vorgefertigte Open Poses angewiesen zu sein, sondern einfach ganz bequem. Man geht hier rein, man klickt sich das zurecht, man kann so ein bisschen auch kontrollieren, wo an der Stelle was sein soll. Obwohl, was hat er denn da gemacht? Das sieht ja aus wie so ein Amiga 500 Game Cover. Erinnert mich ein bisschen an Turrican gerade. Wer das kennt, Turrican war großartig damals. Es kommt aufs Model an. Natürlich. Wir können auch noch mal eben sagen, Reset, Add, ein neues, und dann können wir das natürlich auch so machen. Erstmal stauchen, dann wieder großziehen. Gucken, was er dann macht. Ah, hier hat er die Perspektive ein bisschen übernommen. Ja, interessante Idee. Was passiert, wenn wir einfach mal sagen, wir wollen die Arme hier runter machen? Kriegen wir dann so ein bisschen. Ah, jetzt ist er auf die Knie gegangen. Interessant. Oh, ganz interessante Dinger. So, und hier wieder F5. Und wir haben diese Pose geladen. Ja, fand ich super interessant. Wie gesagt, das verlinke ich euch hier. Muss man sich einmal merken hier mit Augen, Nase und Ohren. Der Rest ergibt sich eigentlich von den Gelenken her. Und dann kann man hier ziemlich viel Spaß haben und ziemlich gute Posen, glaube ich, sich selber generieren. Und ja, installiert es euch. Habt Spaß damit. Viel Spaß beim Rumprobieren, Experimentieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.